Was ist GTA, der Herr? Okay, Bruder, du hast mich hops genommen, ich fahr weg. Bro, der Typ hat mich. Bro, dieser Hurensohn. Was? 40 Rentner. Du Rentner. Scheiß Rentner. Junge, verpiss dich mit deinem Corolla, ey. Corona. Oh shit. Mann, das war echt ein beschissener Winkel, ey. Oh, Jesus. Also, Blade, ja? Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Oh, warte, oh, vielleicht hat's... Vielleicht holt sie ihre Schwester. Oder vielleicht holt sie ihren Bruder. Oder sie macht Musik an. Oh, da funktioniert gerade... Ach, du heilige Scheiße. Was haben wir uns da gewünscht? Also, wo meine Tochter auf die Welt kam, da hast du mich sehr gefreut. Schwarz fand ich bei der Geburt dabei, aber... Ja, jetzt habe ich zwei Kinder. Jetzt muss ich gucken, wie das Leben weitergeht. Ja? Kurze Frage für mich, ne? Also es ist nur rein aus Interesse. Kann man denn als Hartz-IV-Empfänger die Geburt von seiner Tochter verpassen? Ist ja nicht so, als hätte der ein Business-Meeting oder so. Der war im NAX GDKP. Ah, das ist okay, ja, stimmt. Moin, sitze mit meinem neugeborenen Jungen auf dem Arm, der die ganze Nacht nicht pennen wollte und gucke dir zu. Sag ihm, warum WoW und ausschließlich Warlock spielen soll, sobald er sitzen kann. Ey, Schmatter, erstmal alles Gute zu deinem Sohn, Bro. Ich hoffe dir geht's gut, ich hoffe dem Kind geht's gut, ich hoffe der Mutti geht's gut. Ganz viel Liebe geht raus, Bro. By the way, wenn du deinem Sohn nicht beibringst, dass Allianz besser ist als Horde, muss ich dich leider bannen, ne? Wie es aussieht, ist nicht nur vorne die Zahl falsch. Auch beim Jahr hat sich... Boah, ey Junge, sorry, dass ich dazu was sagen muss, ne? Aber guckt euch mal an, was die da für ein Mettarm hinlegt, Alter. Heilige Scheiße. Da hängt einfach so ein Schinken runter. Junge, kennt ihr das, wenn ihr zum Fleischer geht und da hängen diese Schinken in diesen Netzen drin, so ein Krustenbraten? Digga, guck mal, was die da jetzt runterhängt. Wir uns doch lieben. Wie es aussieht, ist nicht nur vorne die Zahl falsch. Auch boah, der arme Junge, ich habe keine Munition dabei, oder was? Pack doch die Munition da rein! Jo, ich lad doch nach! Ah, jo. Allein, weil ich schon die Badewanne gesehen habe, weil ich habe gemerkt, wenn man in der Woche baden geht, dann braucht man viel mehr Wasser wie am Wochenende. Also gehe ich lieber duschen. Was? Dann gehe ich... Junge, selbst die Alte hinter der Kamera denkt sich, was haben wir da für ein Prachtexemplar von Assi vor die Linse gezogen? Mir ist scheißegal, ob es die Malediven gibt, das Great Barrier Reef, Australien oder was auch immer. Deutschland ab so September, Oktober, das beste Wetter, was es gibt. Einfach das beste Wetter. Bro, es ist kühl, es ist frisch, es ist wolkig. Einfach richtig geil, um seine Seele in fucking Azeroth zu begraben. Also völlig surreal, surrealen Zahlen in der Stadt, damit geblitzt zu werden, ist halt echt Krise. Rechts. Ich wurde gestern bei einem Date ausgelacht. Ich meinte, ich bin so spendabel wie Mitashi. Da lachte sie und meinte, der ist nicht spendabel, der hat dir nicht mal einen Sub geschenkt. Das hat diese Schlampe gesagt. Ist das krank, wenn ich jetzt zur Belohnung für Büro aufräumen erstmal dich mute, um in Ruhe an einem ordentlichen Arbeitsplatz ordiniere? Nö, überhaupt gar nicht. Mach, was du möchtest. Ich bin da voll bei dir. Komisch, Olli, ne? Wir haben 2022. Wenn hier männliche Zuschauer im Chat sind, warum fragst du nicht, ob die Single sind? Bist du nicht Supporter der LGBTQ+-Community Samsung HD LQTW? Bin jetzt mal gespannt, was die andere für Tattoos hat. Und mir gefällt's halt. So, und dann kommen wir zu meinem vorletzten Tattoo. Das ist einmal der Simba von König der Löwen. Es heißt die Sorge. Das ist Simba vom Frankfurter Hauptbahnhof, Digga. Was geht denn jetzt ab? Mitashi, hast du wieder zugenommen? Chefkoch, ja, ein bisschen. Weil ich habe ein Verhältnis mit deiner Mama angefangen und die gibt mir jedes Mal einen Snickers, wenn ich sie bumse. Deswegen bin ich geisteskrank am Zunehmen. Tut mir leid. Ich bin nur hier in der Hoffnung, dass irgendwann mal wieder Mädchen 2 kommt. Junge, dann halt mal die Schnauze, ekliges Schwein. Mädchen 2. Deine Tante sieht aus wie Kylie Minogue.